Die nächste Folge Arm vs. Reich. Ich bin gespannt, wie ihr es finden werdet. Let's go. Du scheiß Opfer, was willst du denn aufbauen? Dann verdient ihr euch kein Zelt und ihr schlaft im Dreck. Noch mal kurz so schreien? Nein, so kann ich nur schreien, wenn ich was getrunken habe. Also du hörst dich ja an wie ein Mädchen. Ja, das ist ja das Lustige dran. Du hörst dich an, wie wenn ein Mädchen losschreit. Ja. Warum, seit wann hast du das angewöhnt? Ich weiß nicht, es überkam mich einfach. Wenn du besoffen bist, kommen die Mädchenschreie. Festivals sind Orte, an denen die Zeit stillzustehen scheint, wo die Welt im Rhythmus der Musik pulsiert und Erinnerungen in Licht und Klang getan. Bestes Voice-Over von Sebastian, also, hier mit so einer ganz ruhigen Stimme. Festivals sind der Ort, an dem es uns gut geht, Leute. Also, Revi einfach mal so eine richtige Dummschwaller hier, ne? Na, aber ich finde gut, dass wir das so machen mit Voice-Over und es kommt geil. Die Voice-Over finde ich auch cool. Doch nicht alle Jungs werden heute das gleiche Erlebnis teilen, denn es wird mal wieder Zeit für ein Arm vs. Reich. Also mal ganz kurz zu diesem Format Arm vs. Reich, weil ich glaube, es gibt manche, die fühlen sich dadurch getriggert. Nur weil wir bei so einem Ding sagen, das ist das Team Arm und das ist das Team Reich, heißt es jetzt nicht, dass das Team Arm irgendwie so wie für Geringverdiener und Versager ist oder sowas, sondern es geht einfach darum, dass das eine Team einfach irgendwie was krasses Geiles hat und das andere Team hat halt irgendwie entweder so Standardsachen oder Sachen, die halt nicht so geil sind, die halt anstrengend sind. So, damit ist es gemeint. Wunderbaren guten Tag, meine Lieben! Guten Tag! Wir sind gemeinsam auf dem Glücksgefühle-Festival und drehen mal wieder eine wunderschöne Folge Arm vs. Reich. Gib wieder ein Team Arm, ein Team... Trauerst du den Zeiten so hinterher, wenn du den Typ da mit dem Bart siehst? Nee. Guck mal, egal ob mit oder ohne Bart. Red weiter. Ich bin der Typ, der dich bumst. Team Reich, diesmal wird gelost. Ich hab die Umschläge vorhin nochmal gut durchgemischt, Sascha. Zieh dir bitte den ersten. Ich hab doch gut durchgemischt. Zieh dir bitte den ersten. Ich will mal mit okay. Ich brauche ein Bier. Du hast das mir in die Hand gedrückt. Ja, okay, dann nehmen wir anders. Nee, nein. Okay, also Jungs, zieht euch einen Umschlag. Ich werde ja. Team Reich sein. Warum? Weil ich reich bin. Ich bin im guten Team. Ich muss heute Abend. Ich hab. Gut, war ein unnötiger Spruch von mir an der Stelle. Von dir gerade eben. Kein Schmerzen auflegen, ja. Ihr wisst, wie es ist, nur ihr kennt das. Nein! Yeah! Das kann nicht sein, oh Gott! Wir haben genau getauscht, obwohl es random war. Miesester Scam ever. Also ganz kurz für die, die es nicht gesehen haben. Das Team Reich in der letzten Episode waren Amar, Marc und ich und jetzt sind wir plötzlich Team Arm. Genau die gleiche Konstellation. So ein Scam, Digga. Also wirklich, da wurde so heftig gerickt von Sebastian, das ist geisteskrank. Und er sagt noch, on God, on God. Digga, Sebastian, halt mal dein Maul, Alter. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal. Dann wurde auch ganz kurz noch das On God wieder zurückgezogen und dann hieß es plötzlich nur noch auf alles, auf alles, auf alles. Es war random. Ganz kurz an, wo das reiche Team schläft. Wir haben natürlich einen Golfcart, das reiche Team, damit wir nicht laufen müssen. Ey, bei dem Wetter laufen ist ja auch echt unangenehm. Das hier ist einmal unser Premium-Zelt. Das ist für euch, für Ron und dich. Das ist das Premium-Zelt? Wart mal auf dein Schwanzzelt ab, wirklich. Also Nico, ehrlich jetzt, ihr fresst heute leider wirklich Scheiße. Warum hat ein Amar noch gar nichts gesagt? Ja. Weil der richtig sauer ist. Weil Amar ist auch 40 Grad Zimmertemperatur. Warte, jetzt. Also das ist jetzt hier unser Premium-Zelt hier. Und ja, wir machen es uns richtig toll und chillen heute Abend. Revi gerade eben so. Was guckst du denn mich so an, ey? Ich hab gerade nicht gecheckt, was du meintest. Revi, so, das ist also unser Premium-Zelt. Ich werd im Übrigen gleich noch was zu dem Video hier sagen, weil da gibt's ein, zwei Sachen, die ich auf jeden Fall dazu sagen will. Auf Real-Talk-Basis. Passt auf! Wir alle lieben DJs und richtig geile Musik, Alter. Wir alle lieben richtig geile Musik, Alter. Ey, wir lieben alle Top-Musik, doch. Ey, wir lieben geile was Musik, Was lieben wir alle? Ey, lass mich in Ruhe, Mann! Damit ihr vorbereitet seid, kriegt ihr erstmal von uns alle eine Cap. Die müsst ihr den ganzen Tag tragen. Amar, die ist für dich. Nico, die ist für dich. Marc, für dich der Bierhelm. So. Das Ding ist, ich trage halt sowas wirklich auf Festival. Wir haben tatsächlich noch passende Shirts. Einmal das I Love EDM Shirt in S. Ich glaube, Marc, das sollte dir passen. Alter. Dann Amar, sauf mal mehr, die Leute gucken schon in S. Ich glaube, für Nico haben wir noch einmal ein DJ-Shirt. Guck mal, Bro, weil du ja wirklich elektronische Musik sehr fühlst. Das hier ist für euch euer Festival-Kit. Ihr habt ein Handtuch dabei, eine leere Sonnencreme, die Powerbank hier. Die Powerbank ist leer. Und ganz wichtig, hier sind drei Steine drin. Die müsst ihr die ganze Zeit tragen. Meinst du nicht, dass es ein abgekatertes
Spiel hier? Nein, wir haben bei Gott gelost. Also wir haben bei Gott gelost. Erstmal Sebastian, ganz ruhig, ne? Ich muss echt eine Sache sagen. Es war an dem Tag wirklich geisteskrank heiß. Es war auf jeden Fall 30 Grad an dem Tag, oder? Ja, es war richtig übel. Es war brutal oder es war heiß. Über 30 Grad. Also das muss man auf jeden Fall dazu sagen, dass es wirklich heavy war. Bei Gott habt ihr gelost. Hey, Moment mal! Das ist ja das gleiche Team wie beim letzten. Ja, ich hab's gar nicht gecheckt gehabt. Das ist, weil ich dachte so, hey, ich bin da so angekommen, ich war noch so ein bisschen müde, du weißt ja, wir sind jetzt zusammen hingefahren, ne? Weil da mussten wir ein bisschen früher aufstehen und dahin fahren. Ich war noch so voll verstrahlt und dachte so, hey, jetzt geht's halt los, scheiße, ich bin im Verliererteam so mäßig, im Armteam. Und dann habe ich erst realisiert, hey, gleiche Teams wie letztes Mal, ist ja kompletter Scam, Alter. Sie haben schon abgekatert, ne? Ja, 100%. Aber es war auch klar. Also, es hätte mich auch gewundert. Hm. Vor allem, das hat ja Revi in der Hand gehabt. Ja, ja. Oh mein Gott. Die Steine wiegen ein bisschen. Ja, was sollen wir machen? Oh, die Steine wiegen, also das ist 20 Kilo. Ja, das Ding, ja. Zieh dich mal kurz um, bitte. Das ist respektlos. Ist das respektlos? Es ist doch auch ein bisschen enger als gedacht mit dem S. Scheiße, der Sober-Oktober muss kommen. Ach du Scheiße. Ist das aus der Kinderabteilung? Oh. Ist das scheiße? Meint ihr, ist das sitzt scheiße? Ein bisschen fittet gut, Drop Shoulders. Das Ding ist eine 1 Plus, Digga. Du liebst doch Idee. Ja, man muss sagen, hier haben wir ganz klar auch die neue Inspiration gezogen für die nächste Kollektion. Da habe ich direkt mein Designer-Team nach dem Aufenthalt angerufen und gesagt, Männer, wir haben hier was richtig Gutes am Start. Sascha ruft an, wartet, der will noch kurz meine Bärtigkeit sehen. Wartet, ich mach Fullscreen. Ey Jungs, ist euch mal eine Sache aufgefallen? Wie kurz mein Kinn ist, Digga. Siehst du das, Bro? Bro, wo kommt die ganze Haut her? Jetzt mal ohne Scheiß. Das T-Shirt sieht zum Kacke aus. Euer Campingplatz ist so 5-6 Kilometer weit entfernt. Heute Abend lege ich auch noch auf. Und es gibt noch für euch tatsächlich eine kleine Überraschung. Ihr dürft heute trinken, aber nicht zu viel, weil heute Abend müsst ihr noch für eine kleine Performance bereitstehen. Wir wollen euch ja nicht ohne Geld losschicken. Das sind 12 Euro in Festival-Tokens. Wow. Dürfen wir Bier gewinnbringend verkaufen? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Man hat schon letztes Mal gemerkt, also im Restaurant auf Mallorca, falls ihr euch erinnern könnt, habt ihr euren Spaß verloren. Die wollten das, dass es so jetzt ist, dass wir jetzt hier sitzen und uns aufregen. Glaubt mir, die wollten das genau so. Wir waren gebrochen, vergesst heute euren Spaß nicht. Ey, wir geben alles, Alter. Aber weißt du, was du heute machen kannst? Du kannst dir heute mal den Helm lackieren. Viel Spaß euch. Denkt dran, ihr müsst jetzt... Man muss echt dazu sagen, in der letzten Episode hat Team Arm es schon echt geschafft, uns zu brechen. Also vor allem Marc, ne? Das ist ein bisschen schade gewesen, aber ich kann es auch verstehen von Marc seiner Seite, weil der hat sich da wirklich extrem viel Arbeit reingesteckt, um das vorzubereiten. Zu einem Campingplatz, sonst ist der weg. Alles gut, Jungs. Da muss man dazu sagen, die haben uns hierher gerufen und haben uns auf ein Bierchen eingeladen und da waren auch welche von der Krebshilfe, da haben wir denen ein bisschen ausgeholfen. Was sind denn das hier für Frauen? Keine Ahnung. Was ist da? Zwei Frauen. Ja, und? Und mit denen habt ihr getrunken? Ja, ich habe mich an die eine auch ein bisschen rangemacht. Aber mach dir keinen Stress, die war hübscher als du. Wenn sie sich diesmal nicht an die Regeln halten, wir können dir einfach die Bänder wegnehmen lassen von den Securities und dann müssen wir auf den Schwanz campen. Ey, super. Wir lassen uns nicht triggern. Stimmt, wir haben alles. Sie wollen das jetzt so spielen. Was jucken uns die? Freunde, wir haben die ersten netten Leute gefunden, die uns hier mit einem Bembel ausgestattet haben. Jetzt wurde gesagt, können wir noch was Gutes tun? Selbstverständlich. Jetzt wird DKMS supported. Wir machen Stäbchen jetzt, ne? Da muss schon einiges passieren, um uns heute wieder zu brechen. Auch mich. Ja, ja. Die Szene, wie ich da das Steak geschnitten habe, also das konnte ich mir selber nicht mit ansehen, Carsten. Ey, ich schwör's dir, dieser Gesichtsausdruck von Marc ist so krass, ey. So sehe ich den so selten. Er ist so sauer. Warum erkennt man bei den Menschen direkt in dem Moment, dass jemand sauer ist, Digga? Guck ihn dir mal an. Alle fucked up, man. Ja, ihr seid so ein paar miese Peter. Ja, das war schade. Egal. Drei Ziegelsteine. Sebastian, du bist wirklich ein richtiger Arsch. Ja, schneid das raus, komm, scheiß drauf, ey. Während die Jungs mit nur einer Handvoll Tokens und 20 Kilo Backsteine eine Stunde Weg zum Campingplatz haben, fahren wir natürlich gemütlich mit dem Golfkart Richtung Backstage. Wir haben den jetzt noch sehr enge Paillettenkostüme bestellt. Es ist extrem wichtig für mich, dass ich heute Abend Background-Tänzer habe bei meinem Auftritt. Seid ihr scheiße. Ihr versteht auch nicht, wie weit deren Campingplatz weg ist
Und vor allen Dingen, dass sie da hinkommen und Carsten denen sagen wird, ach so, ein Zelt und Schlafsack habt ihr gar nicht. Hey Carsten! Das finde ich auch ein bisschen doof. Was? Also das ist so weit weg, das finde ich schon... Ey, das war geisteskrank weit weg. Also das war richtig weit weg. Das war so weit weg, dass man wirklich dachte, weil da haben ja auch andere gepennt. Egal, wir gucken es uns gleich mal. Wir gucken es erstmal. Wo müssen wir denn hin? Digga, das ist unser Kameramann. Das ist nicht unser Navigator. Naja. Lass uns doch mal bitte selber eigenständig arbeiten. Das Navigator! Ey, so fühlt sich Reichtum an. Ich zeige euch kurz die VIP-Tribüne, damit wir mal ein bisschen ankommen. Ey, ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit habe ich immer, wenn jemand Navigationssystem oder Navi sagt oder so, dann habe ich immer das Gefühl, das Wort Navigat zu sagen. Das Navigat! Warum ist die Tür im Bad offen? Weil das Navigat! Das Navigat wurde nicht richtig eingestellt. Navigat! Du bleibst jetzt mal hier auf deinem Platz. Nein! Danke, Sebastian. Und es dauert eine Stunde. Super. Was? Ja. Verarsch mich nicht. Oh, wir gehen jetzt hier lang. Wir müssen effektiv. Warte mal, wir gehen jetzt effektiv. Da lang. Jungs, lass mich navigieren. Bitte. Nee, wenn wir einfach nur geradeaus laufen, müssen wir da lang. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir heute hier keinen einzigen Cent ausgeben, weil alles vom Festival netterweise gecovert wird. Das ist schon mal sehr krass. Ihr könnt mir glauben, Lazzo ist richtig angepisst. Amar aber auch. Ey. Oh, wir gehen jetzt da durch. Amar. Warst du wirklich angepisst? Nee, ne? Ich war halt. Na, angepisst war ich nicht, aber ich war halt so ein bisschen. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich im Team Arm war. Ich war ja auch auf dem Festival. Und, ja, ich hatte auch VIP-Tickets. Mir ging's auch super. Schön für dich. Völlig falsch schon wieder. Ich glaube, diese goldene Cap gehören ausgeschaltet. Komm mit. Ich folge dem Navigator Nico, Digga. Wir gehen jetzt da lang. Komm. Doch! Drei Kalperinja, das ist es. Drink Nummer 1. Ron verabschiedet sich schon. Ey, jetzt mal unabhängig von allem, aber Ron macht die schlechtesten Tornados, ne? Es ist ja überhaupt kein Tornado. Es ist einfach nur ein aufgeschäumtes Bier, was der Typ darunter trinkt. Also ist ja, egal, scheiß drauf. Alle zwei Stunden wahrscheinlich von Team Reich. Ich dachte, hier geht's ums Schlucken. Also einfach alles so runterschluckst, ein Tornado und dann einfach runterkippen an einem Stück. Mach weiter, scheiß drauf. Es geht ums Schlucken, Babe, ja. Ich schwör's dir, mir ist so warm, ey. Wir haben zwar noch ordentlich Kilometer vor uns, aber so ein bisschen Festivalspaß, Digga, warum machen die Jungs über die Voice-Overs und ich krieg davon nichts mit? Ich würde auch mal ganz gerne so ein Voice-Over machen. Hast du noch nie gemacht? Ne? Nein, noch nie. Ich wurde noch nie gefragt, ey Nico, kannst du ein Voice-Over machen? Oh Mann, das Festival ist noch so unglaublich weit weg und wir haben noch richtig viel zu latschen. Ey, nächstes Mal will ich ein Voice-Over machen, aber so richtig reingekackt. Ein oder anderen kühlen Drink lassen wir uns doch nicht nehmen. Ich habe 2002 gerade angerufen und gesagt, wir wollen unseren Style zurückhaben. Während wir uns Scampis mit Nudeln aus einer Parmesan-Käsescheibe dinieren, fressen die anderen wahrscheinlich gerade Scheiße. Bro, einfach ein schönes, kühles Blondes. Wozu haben wir denn Geld bekommen, Digga? Auf geht's, Digga. Ich sag Bier, ihr sagt A. Bier, A. Hey. Bier. Hey. Ey, wir haben schon ein Drittel unseres Geldes ausgegeben. Geil, Junge. Sehr gut. Wollen wir noch mal drei machen? Ich werde immer so beleidigt, auch von Nico. Und er ist gerade da irgendwo mit seiner Propellermütze, ja, und tut so, als hätte er Spaß. Aber der weiß gar nicht, wie viel Scheiße ich in meinem Leben gegessen habe. Digga, auch ich hatte Zeiten, wo ich nur fünfstellig verdient habe. Ron, ja, wenn du das siehst in deiner... Ach, Ron, Digga. Der Ron, der hat Sprüche drauf, ja. Ja, Ron, dann... Krass, Digga, heftig, hätte ich nicht gedacht. Luxusloge, hier geht's nämlich noch ans Eisen. Wir nehmen noch mal drei, bitte. Wir haben jetzt noch drei Token. Das wird ein richtig gutes Festivalwochenende. Jetzt wird einbalsamiert. Der hätte da wirklich das T-Shirt auch runterziehen können. Der wollte diesen Bauchfreilook. Ey, Marc hat wirklich eine ganz krasse, komische, gleichmäßige Fettverteilung, weil bei ihm ist so überall gleich viel Fett. Er hat nicht irgendwie so einen Bauch, der so dicker wird, sondern bei ihm ist so von der Brust runter bis zum Bauch sowieso eine gleichmäßige Fettschicht. Das ist schon krass bei ihm, muss man sagen. Die anderen spielen mit ihrer Bekanntheit. Und was machen wir? Wir sammeln Pfand Oldschool-Style. Amar ist kurz vorm Kotzen, weil er kein Bier mag. Amar kotzt gleich. Bier ist auf euch, Leute. Ey, ich wusste nicht, dass Amar kein Bier mag. Ich dachte so, ey, wir freuen uns alle über ein eiskaltes Bier, weil es so heiß war. Und einfach für ein bisschen entspannte Laune am Anfang von dem Video. Da dachte ich so, easy. Bis ich auf einmal zu Amar gucke, denke ich so, was ist mit dem los? Wieso sind der so kotzig drauf? Einfach mag kein Bier. Hey, und ich hab da auch immer so Tornados. Ja, oder keine Ahnung. Tornados trinkt er? Ja, eigentlich macht der Tornados, ja. Macht er ja schon. Aber ja. Laune. Jetzt ist der Moment, wo du die Hose runterziehst. Sebastian, ich will zum Campingplatz, aber was sollen wir denn machen? Ey Bro, hast du gerade 2,5 Token ausgegeben? Wir sind nicht mal seit einer Stunde hier, aber wisst ihr, was wir haben? Einen halben Token für den gesamten Tag. Und im Abendteam, die laufen immer noch zum Camping, das ist der Wahnsinn. So wie das T-Shirt gepasst hat, hatten die es auch bitter nötig. Wir können nichts machen.
Ja, Ron, das sagt dir gerade der Richtige, mein Lieber. Uns wird es einfach geschenkt. Wie unfreundlich wäre es von uns, es nicht anzunehmen? 15. Was steht denn? Ich habe das Ding verkauft für 15 Euro. Geile Mädels, geile Jungs. Da. Hinter uns stehen gerade die grünen Gürtelrosen aus Köln. Das sind 45. Also ihr müsst euch mal überlegen, wir hatten wirklich diese 12 Token oder wie viel wir da auch immer hatten, okay? Und Amar kam auf die Idee, ein Nudelding von so einem chinesischen Restaurant da zu kaufen oder von so einem Truck. Das, was einfach überhaupt nicht gut geschmeckt hat, unsere letzten Token dafür auszugeben. Es war ein richtiger Minusmove. Egal, immerhin hat er es dann auch hochgetradet. Aber das war schon wieder eine ganz, ganz krasse Investition, die wir da in der ersten Stunde alles getroffen haben. Einfach alles ausgegeben, wie die letzten Idioten. Ja, aber am Ende habt ihr trotzdem Alkohol bekommen. Achso, ja klar, weil die Leute haben uns dort alles geschenkt, ne? Also die waren ja geistkrank unterwegs. Auch, dass wir trinken durften, war schon echt eigentlich eine Belohnung für uns. Hätten wir noch nicht trinken dürfen, ey, dann hätte es richtig reingehauen. Die bärenstarke Männer, die wirklich die geilste Musik machen. Die haben jetzt 5 Stunden Auftritt und ich glaube, die wollen heute mal 48 Männer sein. Wir gehen jetzt hier mit auf die Bühne und haben jetzt eine richtig gute Zeit. Kleine wilde Maus wollen wir jetzt hier nochmal kurz. Ey, vielen Dank an ihn. Er spendiert uns das. Aufgehen! Das ist auch irgendwie random, dass sie da gerade auf der Bühne waren, oder? Ja, warte mal ab. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch richtig gute Laune hier. Da hat uns noch jemand auf die wilde Maus eingeladen, Digga. War eine sehr, sehr entspannte Zeit, die wir da hatten. Auf der wilden Maus hier. Ey, warte mal. Ich hab ja Höhenangst. Die wilde Maus ist schon wild. Ich bin ja auch mal gefahren. Digga, ich würde mich gerade selber sehen, ich sehe aus wie ein Knecht. Ey, das Ding ist voll. Oh mein Gott. Ey, boah, ich kann nicht mehr. Danke dir, Johnny. Wir sind allergeil. Der Typ hier mit dem blauen T-Shirt, der kam zu mir, und das habe ich so gefeiert, ne? Der kam zu mir und sagt so, ey, da drüben sind die allergeilsten. Und der hat diesen Joke einfach schon gekannt, so, das habe ich richtig gefeiert, dass der diesen allergeilsten Joke da am Start hatte. Aber direkt mit dem ins Video eingebunden. Geiler Typ, Alter. Hey Sebastian, danke für diesen geil, Alter. Wirklich sehr, sehr geil, Sebastian, danke dir. Wir suchen den Zeltplatz und ich glaube, wir sind unfassbar falsch, weil uns kommen hier gerade hunderte Menschen entgegen und ich trage ein T-Shirt in Größe XS. Schickes Oberteil. Wir latschen am Festival entlang, haben gerade keinen Bock. Oh, ja. Ich will ein Bier, ist zu teuer, Token kann ich mir nicht leisten, ich kotz. Wir latschen lang und gucken uns die Leute an, grüßen freundlich zurück. Was geht? Also wie viele Leute hier gerade entgegen? Das war so weird. Ey, wir sind da gefühlt eine halbe Stunde allen Leuten einfach entgegengelaufen, ne? Das war so ein weirdes Gefühl, dass wir so einfach gegen den Strom geschwommen sind. Das war echt verschickt. Das ist echt krass, Alter. Also ich muss wirklich sagen, ich genieße den Walk. So viel Liebe von den Leuten. Kriegst hier so viel Lächeln ins Gesicht. Das ist es doch. Team Reich lässt es sich sogar mit den Freundinnen von Team Arm. Wen sehe ich denn hier? Hm? Hast du mich betrogen, ne? Ich hatte meinen Spaß. Betrogen? Ich fand's ganz cool. Hä? Warum sind denn meine Augen so blau? Na, weil du sexy bist. Ja, nee, das ist gerade eine Bearbeitung. Ja, da ist ein Filter drüber, also klar, es ist gegradet, das Bild. Extrem gut gehen. Alexa, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns. Nico läuft gerade über einen Schotterplatz mit einem viel zu engen T-Shirt und einer Propellermütze und schwitzt. Nico kommt zu seinem Zelt und erwartet ein Zelt, aber da steht kein Zelt. Alexa. Ich mach keine Sorgen. Also ich freue mich aber auch so ein bisschen. Ich habe echt gehofft, dass es auch so passiert. Also ich fasse zusammen, Nico telefoniert gerade mit seiner... Ich habe halt gehofft, dass du mal im Abendteam bist, dass du das mal mitkriegst. Ich wusste, dass dich das richtig ankotzt. Ja.
Ja, also ich habe Auge gemacht. Und da habe ich noch mit dir telefoniert auf süß und dann sagst du sowas, ne? Scheiße, ist Franzi vergeben? Franzi ist nicht vergeben. Franzi ist Single. Aber nur für gute Menschen. Könnt ihr gerne mal auf Instagram schreiben. Deswegen, Jungs, strengt euch an. Also. Freundin, die uns freudestrahlend erzählt, dass sie mit dem Team reich am Saufen ist. Nico, mach dir mal Gedanken über deine Beziehung. Meine Freundin trinkt gerade mit dem... Ja, da habe ich mir Gedanken gemacht und Schatz, ich muss auch tatsächlich sagen, du bist danach raus. Ich habe jetzt auch gemerkt, ohne Bart sehe ich einfach besser aus, ich kann nicht mehr Frauen haben. Deswegen, ja, ich denke, ich werde mich danach trennen. Ja, ich habe mir auch ehrlich Gedanken gemacht, weil ich weiß nicht mehr, ob du so mein Typ bist. Also, dann sind wir ja beiden der gleichen Meinung. Komm her. Im anderen Team. Das ist schon wirklich eine Frechheit, ey. Viel Spaß noch, Jungs. Die Hälfte habt ihr schon bald geschafft. Und wir fahren jetzt gemütlich zu meinem guten Freund HBZ und der hat was ganz Besonderes mit uns vor. Oder, Ron? Kann ich das machen? Genau das ist deine Aufgabe. Darf ich das machen? Ey, ich will das so krass machen, Digga. Ich werde diese 50.000 Menschen jetzt richtig einbalsamieren. Single! Dieser Begriff einbalsamieren, ich fand den immer sehr, sehr lustig, bis ich neulich mitbekommen habe, was der eigentlich bedeutet. Einbalsamiert wird anscheinend eine Leiche, bevor sie begraben wird. Wusstest du das nicht? Ich wusste es nicht. Ich dachte, einbalsamieren heißt sowas wie so eincremen oder so oder halt einölen. Ich wusste nicht, dass es mit Leichen gemacht wird und seitdem ist es ein bisschen weird, wenn man diesen Spruch raushaut, weil ich nie wusste, was das eigentlich bedeutet, Digga. Sing it! Sing it! Da ist eine Dose im Gebüsch. Nach rechts. Rechts. Geil, Nico, ey, voller Einsatz, Digga. Das sind für mich 50 Cent Pfand. Und mit denen werde ich wirtschaften. Genauso wie ich meine Unternehmen vorantreibe. Ja, so krass haben wir das Business auch vorangetrieben, wie ich meine Unternehmen vorangetrieben habe. Was soll man dazu sagen, Digga? Krasser Typ. Was soll man dazu sagen, Digga? Bro, wo ist dein Bart hin? Was meinst du, Bro? Welcher Bart? Sieht doch ganz normal aus, oder? Wie meinst du es, Bro? Ich hab's nicht verstanden. Jetzt geht's für Ron auf die Bühne. Der Song läutet es ein. Er hat seinen großen Auftritt. MC Bilecki hier bei HBZ. Das wird ganz crazy. Digga, wie viele Leute waren da gerade, Alter? Ja, es war auch asozial. Also, ich muss sagen, mir war das auf dem Festival wirklich zu voll, weil du musstest dich so durchquetschen. Oh mein Gott. Ich war da nur zweimal draußen aus diesem VIP-Bereich, weil es war wirklich zu heftig und dann noch so heiß. Alter, das wäre mir zu viel, Mann. Also, lass mal gucken, was sie gemacht haben, die Boys. Wäre es nicht verdammt langweilig, wenn ich heute allein hier wäre. Deswegen habe ich ein paar Leute mitgebracht für die nächste Show. Zehner, wenn die wussten, wer die waren. Der Ron eben so, jetzt ist hier mein Moment auf der Bühne. Macht mal ein bisschen Lärm für die alle Jutzen runter schon, Revi! Wuhu! Wer sind die Idioten? Hast du gerade meine Homies als Idioten bezeichnet? Ja. Du Kleiner! Ja, entschuldige jetzt mal. Der Ron, als wäre er einfach im Club im VIP. Yes, geil. Ja, guck mal sein Gesicht an, Digga. Leute, die finden mich so gut und die feiern mich. Oh shit, Alter. Die sind alle nur wegen mir da. Feuert sie doch nicht! Schreibt die Hände nicht, die du hast! Das hat Ron gebraucht, Digga, für den Ego-Push, Digga. Der hat es echt gebraucht. Ey, oh. Aber schon geil, vor so einer krassen Menschenmenge. Ich muss aber sagen, was ist das für ein Tanzmove?
Ey, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, wenn man vor so einer Menschenmenge steht und plötzlich einfach irgendwas machen soll, ich glaube, dann tut man einfach Dinge, die man so vielleicht sonst nicht getan hätte. Dann kommen auch schon mal die komischen Tanzmoves raus, okay, verstehe. Ja. Also. Aber krass, ey, vor so vielen Leuten echt, glaube ich, ist, glaube ich, ein heftiges Gefühl, so zu stehen. Und wer ist aufgeregt? Ja, so klar, da war, glaube ich, jeder aufgeregt, oder? Jo, keiner. So, weiter geht's. Ich glaube, ich bin hier im falschen Film. Ja. Einfach mal Kuss für den Baba-Support von Tim Gabel. XOXO. Alter, Tim, einfach 5 gegiftete Subs. Digga, krass. Ey, Bro, Tim hat einfach von Firmenkonto genommen, Digga, hat 5 Subs gegiftet. Ja, Digga, die Bühne ist mein Leben, was soll ich sagen? Wie viele Menschen waren da? Was macht gerade Team Arm? Ja, na klar. Sebastian, es ist unfassbar scheiße hier auf dem Zeltplatz, ey. Ey, wir sind da angekommen. Wir dachten erstmal, dass die gebucht sind von den anderen, weil die haben uns so zum Trinken gezwungen, ne? Also die sind da angekommen und haben gesagt, ihr äxt es jetzt, ihr trichtet das jetzt, dann muss ich diesen ekligen Desperado hier, dann muss ich das trichtern. Also du hast halt ein ganz schönes Ding im Mund. Ein ganz schön langer Schlauch, ne? Ja, das kommt dir doch bekannt vor, oder? Nö, ich kenne nur kleine Sachen. Komm, dann machen wir weiter. Trichtern und so. Ey, Bock gar nicht. Nico! Ja, zieh raus, zieh raus! Was ist das denn da? Ein Allerjutzen-Video, ohne dass ich kotze, ist kein Allerjutzen-Video. Ey, let's go zum Zelt kurz, oder? Das bringt mich einfach zurück zu meinem geilen Leben von früher. Ey, Digga, ich finde es so nice, dass Marc sein Körper wirklich Punkt, Strich, Punkt ist. Wirklich, sein Körper guckt so, wie er sich fühlt, Digga. Punkt, Strich, Punkt. Ey, warum bist du denn so assi? Ich bin nicht assi. Guck mal deinen Körper an da. Warte, Punkt, Strich, Punkt. So, unbekannter Befehl. Man kann es nicht eingeben. Korrekt, Digga. Ey, ich find's lustig. Ist doch sympathisch. Mädels, Grüße. Ihr seht super aus. Leute, ist das unser Platz? Hä, wir bauen das doch bei den Leuten auf. Digga, was willst du denn aufbauen? Du scheiß Opfer. Ey, was willst du denn auf? Oh, Marc Eggers sogar im Chat mit dabei. Wow. Und danke für den Baba-Support, Marc. Marc mit 10 Gegifteten. Marc, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben hier gerade viele Ereignisse. Einmal deinen Adoniskörper, unseren Zeltplatz, deine Gift-Zaps und mein nicht vorhandener Bart, Digga. Warte, Marc, ich gebe dir noch mal kurz den vollen Look. Wie findest du's? Also, ich kann super einen Bart abmachen. Ich habe mir richtig Mühe gegeben und ich habe einfach jetzt einen neuen Freund. Danke dir, Marc, für die Aufmerksamkeit. Aufbauen. Hast du den Verstand verloren? Siehst du doch warte, Feld oder was? Warte. Die wollen, dass wir uns aufregen. Das ist unser Platz. Ist ja mega. Hey, wir haben voll viel Platz. Guck dir das mal an. Wie geil ist das denn? Mensch, Jungs, guck mal her. Alter, ich weiß nicht, ich hab das auch mega. Hey, hör mal. Also, wie viele Quadratmeter sind das? 20? Hey, ganz kurz, an dieser Stelle, an alle Festivalgänger, wenn ihr zeltet und so, ihr macht alles richtig. Danke für diese geile Vibes. Wir kommen hier gerade an, die Leute gucken uns an, die geben uns Bier, die Musik wird lauter gemacht, wir werden angelacht, man wird überall eingeladen. Ich feier's. Also für mich, ich sag euch, wie es ist. Das stimmt aber, das war echt geil. Also der Vibe von den Leuten, der war sehr, sehr geil, weil die Leute waren alle ultra korrekt, ultra entspannt, hatten alle Bock, einen zu trinken und so. Das war wirklich sehr, sehr cool. Und ich glaube auch so die Atmosphäre abends so nach dem Festival, wenn man da hingeht, ist auch echt sehr, sehr geil. Also bestimmt einen coolen Vibe so dort. Und wart ihr abends noch so bei den Leuten da beim Zelt? Nee, weil wir sind ja voll spät zurückgekommen und dann, ich schwöre, da haben alle schon gepennt. Vor allem, das war ja, als das Festival schon vorbei war. Also am nächsten Morgen ist man ja abgereist und da haben die natürlich dann nicht mehr so gefeiert. Da waren die schon seit ein paar Tagen da. Aber was ich wirklich hart fand, dieser Zeltplatz ist eine Stunde Gehweg, also eine Stunde Fußweg vom Festival entfernt. Und das war wirklich asozial. Also auch für die Leute, die das da gebucht haben. Eine Stunde musste man zum Festival laufen. Ey, aber ist das, wie viel günstiger ist das jetzt im Vergleich zum anderen, weil, also da ist es ja schon wild. Also wenn du abends besoffen so eine Stunde zurücklaufen wirst. Ja, also ich, so wie ich das verstanden habe, also auch für normale Festival-Campingplätze ist das asozial weit weg. Oder geht von euch manchmal jemand in Campingplatz beim Festival? Eine Stunde Laufweg ist schon übertrieben, oder? Eine Stunde laufen mit den Homies, besoffen ist doch geil. Ja. Dann erstmal ausnüchtern. Eine Stunde geht noch. Hä? Also Digga, ihr seid doch am Arsch, Digga, scheiß drauf, ich halt mein Maul. Ich leg mich zu den Leuten, ich habe eine gute Zeit und das sage ich jetzt nicht irgendwie hier,
um Rivians auszuwischen, um so zu tun, als ob ich nicht abgefuckt bin, sondern ich bin einfach ein Kind, was auf dem Campingplatz groß geworden ist. Damit konnte man mich leider nicht ficken. Ey Sascha, wo ist denn das Zelt? Uns geht's gerade unfassbar schlecht, wir sind gebrochen. Ey, ihr macht das schon, Jungs. Hä, war das die ganze Zeit Leon? Ja. Und ich dachte, es wäre Sascha, so voll bin ich. Was ist das? Was ist das? Ja, du bist ein Schluckspecht, bist du. Sie ist ein Schluckspecht. Habt ihr die gebucht, um uns abzufüllen oder? Oh mein Gott, Schatz, darf ich keinen Kontakt mehr mit anderen Frauen haben oder was? Ich hab dir das Ding da gehalten. Hab ich's überhaupt gehalten? Ich weiß es gar nicht mehr. Du hast ihr das reingeschüttet. Du hast was in ihr rein. Ja, du bist ein Schluckspecht, bist du. Ja, okay, Marc hat das. Sie hat selber gehalten, ich hab nur reingeschüttet. Naja, und du hast ihre Hand angefasst. Ich hab's nicht berührt. Ey, so anstrengend, Digga. So anstrengend. Ja, mein Lieber, ich merke mir das hier so. Wenn ich beim nächsten Mal auf ein Fest übergehe, lasse ich mir auch vom Typen was eintrichtern. Oh Mann, so eine Scheiße, Digga. Scheiße, ne? So eine Scheiße, Digga. Ja, komm. Sie ist ein Schluckspecht. Habt ihr die gebucht, um uns abzufüllen oder? Ich schwör, die ist gebucht. Also die ist hier die ganze Zeit und fragt, ey, ja, können wir jetzt dann vielleicht mal weiter trichtern? Sie bleiben hier, haben sie gesagt. Sie sind mega betrunken und haben gar keinen Bock mehr. Und es ist so schön zu sehen, dass die Jungs komplett im Vollbruch sind. Wir haben uns hier verabredet auf einem Festivalgelände. Zu einer Uhrzeit, die für jeden von uns schwierig ist, weil wir sind alle keine Frühaufsteher. Ey Leute, nehmt das nicht so ernst, ich bin nicht sauer. Entspannt euch. Ja, wir machen nur mal ein bisschen Spaß, ne? Wir haben so eine schöne, gesunde Eifersucht, wir beiden, ne? Also wenn ich dich da gesehen habe, ein Typ, der wäre ich auch ein bisschen sauer gewesen. Oh. Er war letztens sauer, als ich mit dem Ex-Freund von meiner besten Freundin mich gucken. Wir gucken mal das Video weiter. Wir gucken mal, was ich jetzt hier zu sagen habe. Und Sebastian taktet das Programm stundenweise durch und wundert sich dann darüber, dass wir das nicht einhalten können. Und dann kommen Nachrichten wie: Jungs, ich weiß, ihr wollt triggern, aber ihr müsstet schon längst da sein. Sonst wird das Video halt echt scheiße. Ist sehr dumm und aber auch mir egal, to be honest. Das war das letzte Video, was ich organisiert habe. Amarg hat auch schon eine Gruppe. Ja, also ihr müsst euch überlegen, eine Sache, man muss im Nachhinein echt sagen, wir sind ein verdammt unorganisierter Haufen. Also Marc und Revi sind sehr pünktlich immer, ne? Ron, übel unpünktlich, ich bin auch scheiß unpünktlich. Sascha ist wirklich auch ein unpünktlicher Mensch. Also es ist extrem schwierig mit uns was zu planen. Und Sebastian hat ja eigentlich noch viel mehr Aktivitäten geplant, aber man konnte es nicht einhalten, weil wir einfach echt fies zu spät gekommen sind. Also das war echt übel. Aber in dem Moment habe ich mir so gedacht, Digga, Sebastian, laber mich nicht voll. Habe ich mich ein bisschen über ihn, habe ich mich ein bisschen über ihn lustig gemacht. Ja, aber die Jungs, die waren auch einfach über 2 Stunden zu spät zum Dreh. Das hast du mir auch nicht erzählt. Über 2 Stunden. Wer denn? Ja, ihr. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Du hast nur gesagt, dass ihr sehr zu spät kamt. Aber es waren über 2 Stunden. Alter, wo ist dein Bart? Was für ein Bart? Was meinst du? Ist irgendwas anders oder was? Ja, ich bin sehr pünktlich. Was ist los? Gottlos oder Bart? Gruppe. Es ist so schlecht organisiert. Ich sag, 17 Uhr habt ihr eine Challenge. Kommt vorbei. Digga, wenn ihr 17 Uhr nicht da seid, okay, dann könnt ihr kein Zelt heute gewinnen für euch. Dann schlaft ihr halt auf dem Boden. Dann ist es mir auch egal. Wer dachte, dass es nicht gebrochener geht als ich in der letzten Folge? Das hat Sebastian jetzt noch nicht gesehen. Wer solche Nachrichten schreibt. Und jetzt langsam wird's auch persönlich. Es ist ja alles organisiert gewesen. Gesehen, wie die da zu mir hingegangen ist. Guck mal, ich lag da schon halber besoffen auf dem Boden und die will mir noch eins reindingsen. Die wollte uns übelst abfüllen. Also beim nächsten Mal liege ich da und dann kommt so ein Typ und der trichtert mir was ein. Ich sag dir. Nee, bei dir, nein, das ist was anderes. Ja doch, ich leg mich dann da hin und dann mach ich hier so den Mund auf und denke so, ja komm. Ach Schatz, hör doch auf, Mann. Und jetzt langsam wird's auch persönlich. Es ist ja alles organisiert gewesen. Wir hatten ja genaue Zeiten. Aber wenn die Jungs der Meinung waren, bitte, wir bleiben halt noch im VIP-Campingplatz, das überhaupt nicht Teil des Formats ist. Ey, macht das. Dann verdient ihr euch kein Zelt und ihr schlaft im Dreck. Revi schreibt, nehmt euch Auto oder ein Car. Ihr müsst ehrlich um 17 Uhr hier sein. Ist bitte wichtig. Nein, Bro. Wir sind das Team Arm und wir gehen jetzt zu Fuß. Nehmt die Backsteine und wir gehen jetzt los, Amar. Nimm deinen Backstein. Wir sind so dumm. Das ist doch unser Bett. Amar. Wir schlafen. Den Stein. Wie bequem will ein Stein bitte sein? Nein, ich mache meine Decke immer gerne zwischen die Beine und kuschel mit der Decke zwischen den Beinen. Also ich muss wirklich sagen, ey, das ist Luxus pur, Digga. Wir fahren kurz ins Camp, dann haben wir jetzt Getränke für die... Was los ist? Muss es schon ein bisschen schmunzeln. Komm, gib's zu. Ja, war okay. War aber noch Potenzial nach oben. Mal gucken, was noch passiert. Ich sag euch eine Sache. Okay, wir haben probiert, wieder ein umgekehrtes Spiel mit denen zu machen, dass die sich aufregen. Und ich habe wirklich meine ganze Kraft gepackt, gesagt, wir sind da über eine Stunde hingelatscht, ne? Und dann, wir waren wirklich auf dem Campingplatz vielleicht 15 Minuten oder 20, um dann direkt wieder eine Stunde zurückzulaufen. Das hat mich schon echt gefickt, muss ich sagen. Die anderen mitgebracht, damit die mal kurz auf Sendung hier wieder kommen. Okay, ich muss dir was beichten.
Ich habe mir einfach auf dem Festival auch was von Typen eintrichtern lassen. Wann? Also ich habe mich auch im VIP-Bereich, da war so ein Bereich, habe ich mich auch so hingelegt. Und dann kamen die so mit Schläuchen und mit dem Bier und haben mir das auch in den Mund gegossen. Und ich lag da so, ja, und noch eins. Muss ich halt auch einfach mal zugeben. Schlimm? Komm. Nicht ins Haus kotzen. Diese Scheiße immer mit Marc kotzen. Jeden Video drehe ich den so kotzen, leid, Digga. Warte Gott, warte, ich muss auch. Was soll ich denn machen? Soll ich nicht über die Hummel fahren, Sascha? Soll ich das Golfkart über die Hummel drüber tragen? Wir können jetzt das Taxi nehmen. Wir haben noch Geld, ich zeig's nur kurz. Geld ist da, so. Aber nein, wir gehen, weil das ist die Aufgabe und das sehen wir durch. Wir können hier bei McDonald's können wir unseren Pfand einfach zurückgeben. Wir haben jetzt gerade 20,30 Euro ausgegeben für unser Essen. Jetzt geben wir hier Pfand zurück. 2,25 Euro, pures Gold hier auf der Straße. Oh nein. Das Ding ist noch so frisch, Digga. Digga, ganz üble Nummer. Ganz üble Nummer. Mies, aber ich sag dir, so schnell wird dann Marco nicht mehr krank. Ganz üble Nummer, Digga. Ah, das Ding ist doch frisch, Digga. Oh, der ist unfassbar frisch, seid ihr Bescheid? Team Arm, Alter, was ich früher schon gegessen hab, Digga. Also, ich hab Hunger, wir haben kein Geld, ich esse den Scheiß, Digga. Ehrlich sagen, der Walk ist wirklich unfassbar anstrengend. Also wir latschen hier jedes Mal eine Stunde oder so. Klar, wir haben gute Laune und wir sind gut drauf, aber basic ist das nicht mehr. Aber ey, was soll's? Und Nico hat die Backsteine im Rücken. Ey, ich war da so im Fokus mit diesen verdammten Backsteinen. Meine Mission war es wirklich, einfach gerade in dem Moment nur, ich will nur ankommen mit diesen verdammten Backsteinen im Gepäck. Das hat mich wirklich sehr aus dem Leben geschmissen. Ihr hättet auch schwimmen können. Was? So den Finger raushalten. Achso, nee, aber ich brauchte das für mich, weil ich habe mir so gedacht, die wollen uns ficken, okay, alles klar, dann bin ich halt am Arsch. Ich carry die Scheiße ja auch mit Muskelkater. Ey, guck dir mal meine Glotze an. Ich schwitze auch so sehr. Wenn die Leute denken so, oh, die machen hier Jokes und so, ja. Guck dir das an. Die Cabbie ist komplett neu. Bro, wir laufen noch eine halbe Stunde. Was? Oh Gott, ist das scheiße. Das Geld auf dem Boden, Nico. Auf geht's, komm, Gas geben. Ich will euch hier bei dem Walk volle Kraft voraussehen. Die beiden Jungs, ich kenne die jetzt gut. Die tun die ganze Zeit auf nicht gebrochen. Marc redet die ganze Zeit darüber, wie schlecht das fürs Format ist, wenn wir die ganze Zeit nur hin und her gehen. Ist damit eigentlich abgefuckt. Er will es nur nicht sagen. Nico die ganze Zeit, ich werde da jetzt hingehen, ich werde jetzt zurückgehen, ich werde hingehen, ich werde zurückgehen. Die beiden sind sehr abgefuckt. Ey, wir haben es tatsächlich geschafft. No joke, unfassbar anstrengend. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, da war ich am Ende. Diese Bier, ich hatte an dem Tag im Übrigen auch noch extrem Muskelkater von den Trainings, die ich die Tage davor hatte. Dieser Walk hin und zurück, ich war da wirklich raus. Also bei mir war wirklich Schicht im Schacht. Ich war dead. Sieht man auch, aber als ich dich gesehen habe, warst du wieder, da warst du richtig anhänglich. Ja, weil ich dich halt lieb. Wer möchte eine kalte Fanta? Du willst ganz kurz einen Stimmungscheck haben. Wir sind hier keine Schauspieler. Ja. Wir sind ohne Witz, ich glaube, fast 20.000 Schritte gerade. Wir sind wirklich am Arsch. Vielleicht kann Nico auch noch kurz dazu was sagen. Er hat am Ende die Backsteine getragen. Er hat mindestens 6 Desperados getrichtert. Und er sitzt noch da wieder ein. Ihr habt diese Niki bezahlt. Du bist am Arsch. Ey, da war ich wirklich raus, Digga. Da war ich wirklich, wirklich raus, Digga. Zeit, ne? Ja. Wenn nicht, sag ich ehrlich, geile Leute auf diesem Platz. Schau mal. Das sind geile Leute. Es geht gleich auf die Bühne für euch. Wollt ihr eure Outfits sehen? Und ich brauche gleich ein paar richtig ambitionierte Background-Tänzer. Zieh mal bitte ganz kurz das Ding hier an, Nico. Ey, ist das super? Sorry, ihr habt wirklich das Team Arm gebrochen, weil Nico kann nicht mehr. Ich sage, passt mal auf, Jungs, macht mal Lärm für die allerjüngsten Background-Tänzer. Dann kommt ihr drei nach vorne auf die Bühne, Digga. Und ich will euch 10 Minuten twerken, tanzen, springen sehen. Ronald der Flammenwerfer, Sascha ist der Crowd-MC und wir treten da alle gemeinsam auf. Nico, hast du Bock? Ja. Und ich sag's euch jetzt. Ey, ich hab da ohne Scheiß gepennt, ne? Ich hab da wirklich geschlafen, weil ich so am Arsch war. Also ich hab das gar nicht mitbekommen. Wenn eure Choreo geil ist, 3 Schlafsäcke auf meinen Namen versprochen. Ja. Nico, hast du Bock auf den Background Dancer? Glaubst du, Bro, die sind ready für ihre Performance? Gehen wir jetzt endlich auf die Scheißbühne oder was soll die Kacke hier, Digga? Dein Jackett an. Ey, ich werde dort oben so reinkacken. Ich werde irgendwelche Knöpfe bei deinem scheiß Pult drücken. Es wird Zeit für das Große. Ja, da war ich dann tatsächlich wieder im Modus. Da warst du wieder im Modus, weil ich dich aufgeheitert habe. Oh. Ich habe dir Motivation gegeben. Große Finale. Einen großen Applaus für Marc Engels, für Nikolaus Nazarides, für Omar Sascha und Ross.
Ey. Mann, wo sind denn diese Menschenmassen hin? Also vorhin auf der Bühne so viele Menschen, aber... Ey, die Musik, Alter. Das war wirklich, also ich bin wirklich weltoffen für Musik, okay? Aber Bro, die Musik ist eine Katastrophe. Wirklich für mich eine absolute Katastrophe. Kann man sich nicht geben. Aber ich sag auch gleich im Video noch was dazu, glaube ich. Musik, hallo? Die sind alle psychisch krank, Alter. Die sind alle psychisch krank. Das hat man ja gesehen, was ich da unter dem Tisch gemacht habe. Das sind meine Dance-Moves, nur mit Füßen. Guck, ich halte mich immer mit Armen fest und mache nur mit Füßen. Guck jetzt, was ich mache. Ja, das war... Actually sehr, 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 sehr geil. Die Leute haben echt Stimmung da vorne. Die haben richtig, richtig Bock. War geil, wir haben gut performt. Was soll diese Musik? Ich. Und die Leute, ja geil, geil. Was soll das? Was soll die Scheiße, Digga? Mensch, ist das melodisch, aber nein. Und das ist unser Kollege vom Team. Super, geil. Ohne Scheiß, Digga, ich habe das auch in dem Moment gar nicht verstanden, wie man sich das geben kann. Diese Musik, wirklich, also auch dieses Schranz, ne? Ich meine, ich habe gegen niemanden was, der das hört, sollen alle hören, was sie wollen. Aber Digga, auf dem Festival dachte ich mir wirklich so, Bro, wie kann man sich das geben, Alter? Das ist doch viel zu krass, Alter. Also, wenn es ein bisschen Techno ist, ne? Ein bisschen so. Das hat ja noch irgendwie was, das ist ja noch irgendwie geil. Bei so Musik musst du drauf sein. Da musst du drauf sein und dann musst du in andere Sphären tauchen. Ja, das ist einfach Geschmack. Dann findest du es gut. Das ist einfach Geschmack. Ich glaube, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Manche feiern es einfach. Ja, keine Ahnung. Ich feiere es auf jeden Fall nicht. Auch. Ihr habt euch heute... Naja, ich habe in dem Moment einfach ein bisschen probiert nachzuvollziehen, wie man denn auf die Musik tanzen könnte. Und das ist das Einzige, was mir dazu eingefallen ist. Du hast mal kurzerhand einen Anfall gekriegt, ne? Alter. Warte, ich muss mir nochmal kurz angucken. Ja, ich denke mir wirklich, was macht mein Freund da? Was ist los? Das ist übel. Digga, ganz übles Ding. Ja, ist halt auf dem Beat, ne? Ihr habt euch heute wirklich krass geschlagen. Deshalb würde ich euch jetzt einfach aus Anstand, weil ihr so viel gearbeitet habt, 3 Schlafsäcke und ein Zelt überreichen, damit ihr nicht auf dem Boden schlafen müsst. Alter. Es fängt gerade an zu regnen. Wir wollen noch ein bisschen Spaß haben, zusammen auf dem Festival. Ich muss ehrlich sagen, das war einer der schönsten Feuerwerke, die ich bisher gesehen habe. Und du warst einfach nicht mehr da. Das hätte ich gerne richtig gerne mit dir verbracht, weil das fand ich richtig schön. Das wäre richtig romantisch gewesen. Wolltest du den romantischen da raushängen lassen? Ja, ich war da so allein und ich gucke so, hey, wo ist eigentlich meine Freundin? Das wäre gerade so schön mit dir. Ach, du bist schon ein Süßer, du. Mhm. Muss man dir lassen. Ja. Nico ist ein kleiner Romantiker. Ja, ja. Der ist richtig kuschelig und macht dann immer so, dass er kuscheln will. Ja? Und nachts kuschelt er mich auch durch. Das ist wieder too much information, ne? Ja, geht. Ja, I'm full of stars. Was ist so you? Geil. Man würde lügen, wenn man sagt, man hat jetzt nicht kurz mal ans Aufgeben gedacht. Gerade weil es auch unfassbar doll geregnet hat. Ja. Ich bin am
bin ich da so verklatscht, Digga. Ja, du siehst richtig besoffen. Ah nein, das war, weil wir extrem müde waren. Das ging ja voll lange noch. Und der Tag war ja übel anstrengend. Ich hatte ja gesoffen gehabt, ne? Also war halt schon angetrunken. Mhm. Dann war ich aber auch müde wegen dem Muskelkater und dem Walk. Dann bin ich einmal eingepennt. Da habe ich gerade den Kater ausgekatert, weil ich dann nicht mehr weitergetrunken habe. Ich hatte gar keinen Bock zu saufen an dem Abend, weil ich so dachte, Digga, wofür? Meine Freundin ist nicht da. Feuerwerk ohne Freundin, alles scheiße. Ach, jetzt schleim nicht. Ein so. Spaß, war nur ein Witz. Ich hab da echt ein paar geile Chicks gesehen auch. Echt? Du hast dich ja eintrichtern lassen, ne? Können wir machen weiter. Irgendwie noch auf dem Kopf nass hier unten. Und täglich grüßt das Murmeltier. Siehst du, wie vernebelt es da war? Er sieht einfach richtig creepy aus. Ja. Yeah. Guck, und da war überhaupt keine Stimmung mehr. Ey, auf dem Event, da waren richtig krasse Typen unterwegs. Muss ich schon sagen. Ich hab denen schon ein bisschen hinterher geguckt. Du hast den Typen hinterher geguckt. Sehr cringe. Ist ja nicht so, als ob wir nicht schon die 20.000 Schritte heute hinter uns gebracht haben. Und jetzt kommen wir hier auch noch als allerletztes auf diesem Campingplatz an. Wir bauen jetzt das Zelt auf. Um 2 Uhr morgens. Es gibt doch 100-mal Schlimmeres, als jetzt in so einem Zelt zu pennen. Gemütlich mit so einem Schlafsack. Also mit Real Talk. Ich habe gedacht, wir schlafen halt an der freien Luft und bin selber total dumm gewesen. Das hätten wir ja niemals geschafft. Wenn Marc jetzt nicht dabei wäre, ich wüsste nicht, was ich machen muss. Ne? Das heißt, hier wird das reingesteckt, das untere Teil. Und dann geht das hier oben hoch. Das Ding ist halt nur richtig klein, ne? Also wir wurden wirklich ganz schön gefickt, ey. Sieht das auf der Kamera auch so klein aus? Also das ist so ein Ein-Personen-Zelt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Es gibt nur ein Problem, ich bin aggressiver Seitenschläfer. Das sah gerade aus wie so ein kleiner Junge, so ein Zelt. Ich sage euch jetzt mal ehrlich eine Sache, okay? Es sieht auf der Kamera tatsächlich noch größer aus, als es in echt war. Das sieht halt so aus, als wäre bei Marc noch mal ein bisschen Platz und bei Amar auf rechts auch noch Platz. Wir lagen wirklich auf Anschlag, ne? Also wir haben uns wirklich beim Schlafen fast berührt, wenn wir so da lagen, ne? Ja, und jetzt pass auf, hör mir zu. Ich schwöre es dir, ich habe ja so ein bisschen nicht Einschlafprobleme, aber ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere von euch. Ich brauche immer so mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde, bis ich eingeschlafen bin, okay? Ich lege einfach abends im Bett und ich mache mir noch richtig viel oft Gedanken so. Was will ich noch erreichen? Was ist passiert und so? Also ich denke richtig viel nach, okay? Und in dem Moment, ne, ich schwör's dir, keine 10 Minuten und ich hoffe so, bitte schnarcht niemand, das wäre jetzt echt geil. Ich schwöre keine 10 Minuten, neben mir Amar, okay, mit seiner komischen Lunge. Warte, ich hab's aufgenommen sogar. Ganz komisches, weirdes Schnarchen von Amar neben mir, Digga. Und ich dachte wirklich so, das darf nicht wahr sein. Aber ehrlich, es war unterm Strich echt ganz geil. Also, da auf dem... Zusammen in so einem Zelt zu kommen? Nee, also auf dem Boden zu schlafen. Ich hätte echt gedacht, dass es echt schlimmer wäre. Aber es war eigentlich echt ganz gechillt. Ja, du fandest das Kuscheln gut. Ja, fand ich richtig gut. Gibt's schon so. Ja, ich fand's richtig gut. Und in der Nacht passiert auch gerne mal der hier. Meinst du, wir gucken uns sie? Damit ja mal Digga, sowas hab ich noch nie erlebt. Und im Strich, Digga, wir wurden heute wirklich geknechtet. Wir wurden hin und her gescheucht. Wir sind 3 Stunden gelaufen. Digga, wir sitzen den ganzen Tag zu Hause und sind Gamer. Wir machen maximal 1000 Schritte am Tag. Und Digga, was für Gamer, Amar, Digga. Ich bin Bodybuilder! Ach komm, lass es. Ja, sieht doch gerade nicht schlecht aus, musst du zugeben. Gib's doch mal einfach zu. Ja, komm, du krasser Typ. Weiter geht's. Zelten tun wir auch nie. So, das ist halt schon echt. Für uns ist schon echt schwierig. Wirklich, ich höre die ganze Zeit hier nur rumgeheule. Wir schlafen einfach in so einem geilen Zelt, Alter. Gute Nacht! Digga, wie das da so gerade aussah, als wären wir da so alleine gewesen. Weil wir so abseits von den ganzen anderen gechillt haben, ey. Bist du noch ein bisschen sauer? Wegen was? Na, wegen meiner Aussage mit den Chicks gerade im Festival. Bist die Einzige für mich, Babe. Gerade eben. Morgen. Du schnarcht einer wirklich so laut wie ein Schnarchbär, Digga. Amar, dein Fuß war die ganze Zeit hier draußen. Meine auch, guck mal. Sieht mein Gesicht aufgequollen aus? Guten Morgen, Sonnenschein. Beschissener, kann es einem nicht gehen. Hey, wir tun gerade so, als hätten wir Seven vs. Wild überlebt oder so. Digga. Habt ihr da wirklich gepennt? Ja, natürlich haben wir da wirklich gepennt. Hä, was ist das für eine Frage? Als würden wir das so scripten. Ja, Bro, lass mir jetzt noch mal kurz gleich zum Zeltplatz fahren. Lass gleich noch Hotel lang gehen und morgen früh müssen wir noch mal vorbeifahren. So tun, als hätten wir gepennt da.
Morgen. Habt ihr gut geschlafen in euren reichen Ich könnte mir sogar wirklich vorstellen, dass die Jungs schlechter geschlafen haben als wir, weil ich fand es echt erfrischend. Es kam so ein leichter Zug von vornherein, Frischluft. Der Boden war schön hart, weil ich brauche eine harte Matratze, ne? Ich schwöre, das war echt angenehm. Also ich fand es nicht schlecht. Klar, Amar hat genervt, aber okay. Zelten, Jungs. An der Stelle, glaube ich, wollen wir uns mal recht herzlich in der Gruppe mal bedanken, auf ehrlicher Basis, für das extrem heftige Feedback. Als wir das Projekt angefangen haben, hätten wir niemals damit gerechnet, dass die Leute tatsächlich so viel Bock auf die Videos haben. Deswegen vielen, vielen Dank für euren Support. Ja, Mann. Vielen Dank für die krassen Zahlen. Danke für die positiven Kommentare zu mir. Ey, das war wirklich ein Projekt. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich auf die Beine gestellt wird, dass es durchgezogen wird, dass da wirklich so regelmäßig Content kommt. Ihr müsst euch überlegen, diesen Monat drehen wir noch mindestens 4 Videos für die Allerjudsten. Deswegen möchte ich mich auch jetzt nochmal hier im Stream bedanken für die geilen Zahlen, wirklich, dass das Projekt so gut ankommt. Freut mich extrem und ich finde es extrem geil, dass, ja, keine Ahnung, dass die Leute es einfach so feiern und pushen. Klar, gibt auch Kritik an dem Ding, wird immer wieder Dinge geben, die auch nicht perfekt laufen, aber das ist auch in Ordnung so. Und ja. Vielen, vielen Dank, wirklich, ehrlich. Wenn ihr Bock habt, lasst uns gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert auch die Allerjudsten. Würde mir sehr, sehr viel bedeuten, wenn ihr liked und mal rein abonniert bei den Allerjudsten. Das wäre wirklich sehr, sehr geil. Okay, ey, vielen, vielen Dank, Leute, für das Baba-Feedback auf das Video und generell auf die Allerjudsten.